Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ihr habt im Titel schon gesehen, heute geht es um den perfekten Standort für Shiny Ditto. Ich möchte gerne in der nächsten Zeit mein Shiny-Dex füllen und dazu auch schauen, wo sind die besten Standorte für die verschiedenen Pokémon. Wenn euch das gefällt, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr da mehr sehen wollt, ein Follow und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auf der Reise zu Shiny Dex dabei sein wollt, vielleicht mitmachen wollt. Heute geht es wie gesagt um Shiny Dratini, habe ich das so gesagt? Shiny Dratini. Da habe ich nämlich bislang nur Shiny Dragoran. Ich bräuchte also noch für ein Full Shiny Dex mindestens ein Dratini und ein Dragonier. Das heißt heute zwei Dratinis. Wo wir hingehen, das habt ihr hier vielleicht schon mal gesehen, da unten sehen wir auch schon einige Dratinis, ist hier. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Hier in diesem Becken, hier seht ihr das, südliche Zone zwischen nördliche Zone 2 und nördliche Zone 1. Von Furienfälle aus hier hoch in diesen Wasserkrater. Und was man dann einfach macht, ist sich hier hinstellen, einmal das Picknick zünden und ein Drachen-Sandwich zünden. Alle Sandwich-Zutaten findet ihr übrigens hier in Puerto Marinado. Hier ist ein kleiner Bazar, hier könnt ihr alle möglichen Sandwich-Zutaten kaufen. Wenn ihr dann im Sandwich-Modus seid, geht ihr auf Kreativ-Modus, nehmt zwei Tomaten, falsch, eine Tomate, eine Zwiebel, eine grüne Paprika und eine Frikadelle und zweimal Avocado. Zweimal Avocado und dazu zwei Geheimgewürze. Welche ist egal? Ich nehme jetzt mal salziges, davon habe ich genug. Weiter, ein Piekser. Und dann klatscht ihr das alles auf ein Sandwich. Dann habt ihr die Shiny-Kraft von Drache auf Level 3 und könnt das Dratini fangen bzw. suchen. Den Deckel könnt ihr weglassen, Piekser rein und das Sandwich ist fertig. Wenn ihr alle Rezepte haben wollt, könnt ihr entweder bei uns im Discord nachschauen, da ist es angepinnt im Pokémon-Kanal, oder ich blende es euch einmal hier an. Da habt ihr einen perfekten Overview, welche Rezepte ihr braucht für welchen Typ von Pokémon. Dann werde ich das in den nächsten Videos nur darauf verweisen, dass es dieses Bild gibt und euch auf dieses Video hier verweisen. So, das Sandwich ist gezündet. Ich habe es unten am Fuß gezündet, weil oben kann man nicht kein Picknick starten. So, Drache, 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 Schillerkraft, Drache, perfekt. Dann können wir hier raus. Dann gehen wir wieder nach oben, da wo die Dratini sind. Und schauen mal, ob wir ein Shiny Dratini bekommen. Und so sieht das aus, wenn das Dratini da ist. Das ist es. Und das wollen wir. Schön pink. Also ihr könnt es echt nicht übersehen. Ich werde versuchen, erstmal so mit dem Widerball, bevor ich Trugschlag mache. Weil ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie Wutanfall. Dann verwirrt er sich und killt sie selber. Deswegen geht er auf jeden Fall auf Nummer sicher. Regentanz ist kein Problem für mich. Ich mache weiter Widerball. Übrigens ein kleiner Top-Tipp von mir, damit ihr keine Gewürze verschwendet. Macht euer automatisches Speichern aus und speichert, bevor ihr das Sandwich zündet. Dann könnt ihr Drachenstoß, das ist eine Chance, zieht ihm selber was ab, oder? Nee, okay. Dann könnt ihr, wenn ihr keins finden solltet, in einer halben Stunde das Spiel neu starten und habt die Gewürze noch am Start. Außerdem werdet ihr bestimmt auch das ein oder andere Groldra oder Phandra Shiny hier finden. Hier laufen ja wirklich viele davon rum. Was ihr auch machen könnt, ist vor einem Shiny speichern. Das heißt, sollte euch das Dratini besiegen oder sollte das fliehen oder ja, fliehen kann es nicht, aber sollte ihr das außerdem besiegen, dann könnt ihr einfach die Konsole neu starten und dann ist sie immer noch da. Habe ich jetzt gerade nicht gemacht, weil ich da eigentlich ziemlich sicher, dass ich es fangen werde. Ich habe ein bisschen Angst, Trugschlag einzusetzen. Ich glaube, ich werde es mal einmal machen. Ich glaube, er hat nichts, um sich selber zu besiegen. Aber ich mache zumindest mal eine Donnerwelle. Nehmt auf jeden Fall ein Pokémon mit Trugschlag und Donnerwelle oder irgendwas zum Einschläfern. Dann habt ihr es einfacher, das zu fangen. Und ja, ich werde mir jetzt hier noch ein zweites Dratini fangen. Ist relativ easy.
gibt da verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr besiegt hier unten alle Pokémon mit eurem To-Go-Feature, oder ihr despawnt und respawnt die Pokémon, oder ihr macht den Picknicktisch immer rein und raus. Ich bin jemand, der despawnt die Pokémon immer und respawnt die wieder. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ich will ihn jetzt aber hier on-cam noch eben fangen. Hallo, bleib mal drin. Aha. Da haben wir da Dratini, das erste. Ich hatte auch zwischendurch einmal einen Fandra gefangen, habe ich jetzt nicht mit reingepackt. Aber so findet ihr Dratini an der Stelle. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wo es Shiny Riolu gibt, dann checkt mal das Video dort ab. Und ja, viel Spaß, haut rein.